Hallo nochmal und willkommen bei Kabbala enthüllt. Sehen wir uns nun den freien Willen genauer an. In unserer letzten Lektion betrachteten wir das Thema aus der Sicht und der Erfahrung eines Menschen in dieser Welt. Wir versuchten, den Punkt zu finden, in dem wir tatsächlich eine gewisse Wahlfreiheit haben. Wir fanden heraus, dass wir in einem vorgegebenen System leben und wir das Gefühl des freien Willens haben, weil wir über die Dinge, die unser Leben bestimmen und leiten, eigentlich nicht Bescheid wissen. In einem Gerichtshof ist es möglich, an den Richter zu appellieren und vorzugeben, dass man das Gesetz nicht kennt, und dadurch gewährt der Richter vielleicht mildernde Umstände. Doch bei den Naturgesetzen gibt es keine Schlupflöcher. Sie wirken auf uns, egal ob wir sie kennen oder nicht. Und daher sollten wir besser herausfinden, was das für Gesetze sind, wie sie funktionieren, wie sie die Dinge steuern und was in diesem System vorherbestimmt ist. Sobald wir das wissen, können wir nach diesem Punkt der Wahl suchen und einen Weg finden, der uns ermöglicht, dieses System zu beeinflussen und dass wir dorthin gelangen, was wir Freiheit nennen würden. Also eine wirkliche Wahlfreiheit. Schauen wir uns also diese Gesetze an. Bala Sulam schrieb in der frühen Hälfte des 20. Jahrhunderts seinen Artikel Die Freiheit. Dieser Artikel erklärt, wie alles aus unserer wahrgenommenen Wirklichkeit seinen Ursprung im Augenblick der Schöpfung hat. Von jenem Moment an entwickelte sich die Wirklichkeit in einer Abfolge von vier Komponenten. Diese vier Komponenten führten zu der Form, die wir jetzt sehen und die schließlich zu ihrer Vollendung geführt wird. Der Artikel erklärt alle Gesetze und Kräfte, die an allen Existierenden arbeiten und wo darin eben unser Punkt der Freiheit liegt. Schauen wir uns also den Artikel an, der mit einem Zitat von Midrash Shmot Rabba 41 beginnt. In Steintafel gemeißelt, Charut, ließ nicht Charut gemeißelt, sondern Charut, Freiheit, um zu zeigen, dass sie vom Engel des Todes befreit sind. Dies ist eine merkwürdige Aussage. Warum beginnt er diesen Artikel über die Freiheit damit, dass er über die Niederlage des Engels des Todes spricht? Weil er die Kraft der Entwicklung und die Gesetze der Natur nicht nur aus der physischen Ebene, sondern aus allen Ebenen unserer Wirklichkeit untersucht. Er zeigt uns in diesem Artikel, dass die gleichen Prinzipien, die für die unteren Ebenen der Natur gelten, auch auf den höheren Ebenen der Natur arbeiten. Wenn wir mit ihnen verbunden sind und sie von ihrem Ursprung her verstehen, begreifen wir, was Leben und Tod tatsächlich sind. Um den vollen Umfang von Bala Sulams Freiheit zu erfassen, müssen wir etwas über die Natur der Formen auf der höheren Stufe der Existenz erfahren.
Die Kabbalisten erzählen uns, dass alle Generationen, die bisher in dieser Welt existiert haben, in Wirklichkeit immer die gleiche Generation ist. Sie gehören zur gleichen einzigen Seele. Und diese Abfolge, die wir Leben und Tod nennen, ist nur eine Veränderung der Kleidung des Wesens der Seele, welche letztendlich eine kollektive Seele ist. Der Körper kommt und geht, doch das hat keinerlei Wirkung auf das Wesen der Seele oder deren Kleidung. Wir schreiten unser Leben lang fort und dieses Leben besteht eigentlich aus Tausenden von Jahren. Mit anderen Worten, die gemeinsame Seele von Adam Harishon wurde als Kollektiv erschaffen. Sie stieg in diese Welt, in Zeit und Raum, ab und begann dann ihre Entwicklung. Sie machte ihre Erfahrungen auf der Suche nach Freiheit und Zufriedenheit, indem sie versuchte, ihre Verlangen zu stillen. Sie erlebte sich selbst als eine Anzahl von Individuen, eine Vielzahl von Individuen, die nicht miteinander in Beziehung stehen. Nachdem sie ihr Ziel der Freiheit nicht erreicht hatte, wurde sie auf eine andere Stufe versetzt und kehrt als neue Generation von scheinbaren Individualisten zurück, die erneut versuchen, Freiheit zu langen, indem sie danach streben, ihre Verlangen zu erfüllen. Reichtum und so weiter, ein geschichtlicher Ablauf. Vorbei am Punkt der Zerstörung des zweiten Tempels, dort wo die Kabbala verborgen war und wo man nach Macht und Ehre strebte, bis zu dem Punkt, an dem wir uns jetzt 1995 befinden, wo die Kabbala nicht mehr verborgen ist und wir in eine Zeit der kollektiven Korrektur eintreten. Das heißt, wir sind zum ersten Mal in der Lage, uns selbst als Kollektiv zu spüren, als das, was wir wirklich sind, als unser Ursprung. Von nun an ist es für unsere Entwicklung notwendig, uns entlang den Linien unseres eigentlichen Wesens zu bewegen, um dieses Verlangen nicht für Erkenntnis, sondern für Spiritualität zu nutzen. Bala Sulam erklärt uns das mit einem besonderen Beispiel aus der Natur. Er nutzt als Analogie den Samen eines Weizenkorns. Er erklärt uns, dass unser menschliches Ich von vier Faktoren geprägt ist. Erstens die Grundlage, zweitens der Prozess von Ursache und Wirkung bezogen auf die Eigenschaft des Fundaments, welches unverändert bleibt, drittens die innere Ursache und Wirkung, die sich durch den Kontakt mit fremden Kräften verändern, und viertens die Ursache und Wirkung der fremden Kräfte, die ausschließlich von außen auf uns wirken. Er erklärt es auf folgende Weise. Die Grundlage ist das erste Ausgangsmaterial für jedes Lebewesen, denn es gibt nichts Neues unter der Sonne und jedes Ereignis auf unserer Welt ist nicht Existenz aus Nichts, sondern vielmehr ist es Existenz aus Existenz. Das heißt, das Bestehende legt die vorangegangene Form ab und nimmt eine neue Form an, welche sich von der vorangehenden unterscheidet. Und diese Essenz, welche die hergehende Form ablegt, wird als Grundlage bezeichnet. In ihr liegt die Kraft, die dazu bestimmt ist, am Ende der jeweiligen Daseinsform offenbart zu werden. Daher ist es gewiss gerechtfertigt, es als die erste Grundlage Ursache anzusehen. Dieser erste Faktor wird als Basis, als Matzah bezeichnet. Es ist die wesentliche Grundlage, aus der wir entstanden sind. Sie wurde uns vom Schöpfer gegeben, sie ist in uns installiert und definiert unser ganzes Wesen. Der Schöpfer erschuf diese Basis aus Nichts. Es ist Existenz aus Nicht-Existenz. Etwas aus Nichts. Das ist unser primäres Material und es entstand lang, bevor wir so etwas wie uns selbst wahrnahmen. Bala Sulam nutzt die Analogie mit dem Samenkorn, da wir nur einen Prozess verstehen können, den wir mit unseren Gedanken und Sinnen von außen betrachten können.
Wir können einen Samen nehmen und seinen Tod verursachen, indem wir ihn in den Boden pflanzen, wo er sich vollständig zersetzt, zu Staub wird und wo er sein Leben und seine Form, die er hatte, verliert. Doch am Ende seiner Zersetzung erhält er eine andere Form des Lebens. Dieses Wesen, Matzah oder Grundlage, die reine Information ist, wird von diesem Samen in eine neue Form übertragen. Und diese neue Form wird der Weizenbestand sein. Which is pure information, is transferred from that seed into the new form, and the new form will be a stalk of wheat. So sehen wir, dass das Wesen in keiner Weise von seiner Kleidung bestimmt wird. Es ist etwas, das sich in neue Lebensformen ein- oder auskleiden kann. Wenn wir nun das gleiche System in Bezug auf unsere Stufe betrachten, dann sehen wir, was passiert und können das Geschehende lenken. Und wir können den Punkt finden, durch den wir tatsächlich eine Art Wahl in diesem Prozess haben. Diese Basis, dieses Matzah, besteht aus dem Ursprung und der Mentalität all unserer Vorfahren. Es sind ihre geistigen Eigenschaften und ihr gesammeltes Wissen. In uns und unserer neuen Lebensform nehmen wir das als unbewusste Neigungen wahr. Sie können sich positiv oder negativ ausdrücken. Und sie sind von der notwendigen Entwicklung der nächsten Stufe im Leben abhängig. Und sie, diese neuen Neigungen, bilden unsere eigenen geistigen, emotionalen und auch körperlichen Eigenschaften. Diese Grundlage ist von uns unbeeinflussbar, denn sie wurde vor uns erschaffen und wir können darauf nicht einwirken. Bala Sulam fährt mit dem zweiten Faktor fort. Der zweite Faktor ist das Verhältnis von Ursache und Wirkung bezogen auf die der Grundlage eigenen, unveränderlich bleibenden Eigenschaften. Zum Beispiel führt der im Boden verrottende Weizenhalm zum Wachsen vieler neuer Weizenhalme. Die Verrottungsphase des Weizens wird als Grundlage bezeichnet. Die Essenz des Weizens hat seine alte Gestalt abgelegt und die Form des verrottenden Weizens angenommen, der nun die Saat enthüllt, welche nun jegliche Gestalt und Form entbehrt. Jetzt, da der Weizenhalm verrottet ist, wurde er würdig, sich in eine andere Hülle zu kleiden, in die Form von vielen Weizenhalmen, die aus dieser Grundlage der Saat hervorgekommen sind und wachsen. Und es ist allseits bekannt, dass diese Grundlage weder dazu bestimmt ist, Gerste oder Hafer zu werden, sondern sie kann nur ihre vorhergehende Form annehmen. Und obwohl sie sich in einem bestimmten Ausmaß ändert, sowohl in Qualität als auch in Quantität, da sie in der vorangegangenen Hülle ein einzelner Halm war und nun 10 oder mehr Halme ist und sich auch in Geschmack und äußerer Form geändert hat, ist die Form des Weizens unverändert. Daher gibt es eine Ordnung von Ursache und Wirkung, die der Eigenschaft der Grundlage zugeschrieben ist, die sich niemals ändert, da Gerste nie zu Weizen wird, wie bereits erklärt wurde. Das ist der zweite Faktor. Wie können wir das verstehen? Hier haben wir den ersten Faktor, Matzah, das Wesen. Das Wesen der Schöpfung oder der Form. Im Inneren der Basis haben wir jene Eigenschaften, die deren Wesen ausmachen, diejenigen, die weiterhin in neue Lebensformen eingekörpert werden. Dies ist der erste Faktor, die Basis. Das ist die Nummer eins. Darum herum ist das, was er als den zweiten Faktor bezeichnet, oder das Verhalten von Ursache und Wirkung, das mit den Eigenschaften des Fundaments zusammenhängt. Das bedeutet, dass ein Programm existiert, das sich nur auf die Eigenschaften bezieht, die im Wesen dieser Basis liegen. Es ist wie ein Computerprogramm, das direkt auf diese Qualitäten des Wesens gerichtet ist. Das Programm ist ein Entwicklungsprogramm und dadurch ist es ein Teil des vorherbestimmenden Aspekts der Form. Es ist auch etwas, das überhaupt nicht beeinflusst werden kann. Es ist ein festgelegtes System
und wurde dafür entworfen, um genau an der Entwicklung dieser Eigenschaften innerhalb der Essenz zu arbeiten. Das ist der zweite Faktor. Wir können diese Dinge genauso wenig wie den ersten Faktor beeinflussen. Sie werden vom Schöpfer bestimmt. Es ist eine vollendete Erschaffung und Führung dieser beiden Stufen. Diese Wesenheit wird durch die Wirkung dieses Programms zu seiner vollständigen Entwicklung gebracht, durch Zeit und Raum und durch alles, was es zum Erreichen seiner endgültigen Vervollkommnung braucht. Die nächsten beiden Faktoren, der dritte und vierte, befinden sich außerhalb der Seele. Sie üben einen Druck auf uns aus, indem sie uns in eine Richtung entwickeln, die unserem Willen entgegengesetzt ist. Balasulam setzt fort, der dritte Faktor ist das Verhältnis von Ursache und Wirkung im Inneren der Grundlage, welches sich aufgrund der Wechselwirkung mit den umgebenden fremden Kräften aus dem Umfeld ändert. Das bedeutet, dass wir entdecken, dass aus einem in der Erde liegenden Weizenhalm viele hervorgehen, die manchmal größer und besser sind als der vorangegangene. Daher müssen hier zusätzliche Faktoren mitgewirkt haben, wobei verborgene Kräfte der Umwelt mit der Grundlage zusammengearbeitet haben. Und aufgrund dessen tritt der Zuwachs an Qualität und Quantität, der in der vorherigen Form nicht sichtbar war, nun in Erscheinung. Diese zusätzlichen Faktoren sind Mineralien und Nährstoffe der Erde, Regen und Sonne. All dies wirkt auf die Grundlage ein. Die Kräfte werden zur Kraft der Grundlage selbst hinzugefügt und verbinden sich mit ihr. Durch Ursache und Wirkung kommt es zu einer Vervielfachung von Qualität und Quantität in der neuen Erscheinungsform. Dieser dritte Faktor trifft auf das Wesen der Grundlage, da er durch die verborgene Kraft der Grundlage gesteuert wird. Das bedeutet, dass seine Wirkung nur deshalb gespürt wird, da etwas im inneren Programm und der Eigenschaft selbst berührt wird. Würden nämlich Wasser und Wind nicht einer Pflanze, sondern einem Stein zugeführt, würde sich nichts ändern. Ursache und Wirkung müssen also in Bezug sein auf die inneren Eigenschaften. Es gibt also noch weitere extreme Besonderheiten in den äußeren Einflüssen der Seele, die damit in direktem Zusammenhang stehen. Diese lang andauernden Veränderungen gehören letztlich nur dem Weizen und keiner anderen Pflanze an. Deshalb legen wir sie als innere Faktoren fest. Doch sie unterscheiden sich vom unveränderlichen zweiten Faktor in jedem Aspekt, wohingegen der dritte Faktor sich sowohl in Qualität und Quantität entscheidet. Der dritte Faktor, das Äußere, kann also die Entwicklung teilweise beeinflussen. Er wirkt nicht auf das Wesen, er beeinflusst nur die Eigenschaft. Ob sich das Weizenkorn entsprechend der Umgebung, die auf das Entwicklungsprogramm wirkt, gut oder schlecht entwickelt. Anders gesagt, könnte man ein Experiment durchführen, indem man zwei Samen in den Boden steckt. Einen in einer Gegend, in der es wenig Sonne und Wasser gibt, und den anderen pflanzt man in eine Umgebung mit vorzüglichen Umständen. Viel Sonne, Wasser, richtiger Temperatur, gutem Boden. Man wird sehen, dass immer nur Weizen hervorkommt, doch entweder stark und reich an Samen oder kümmerlich, eine reiche oder eine arme Ernte. So viel zum dritten Faktor. Die äußeren oder fremden Kräfte, die sich mit dem Wesen und seinem Programm verbinden, die innere Ursache und Wirkung, die sich als Folge des Kontakts mit den fremden Kräften ändert. Da haben wir Wetter, Sonne, Materialien, Mineralien. Sie sind wieder auf das Programm gerichtet. Sie bewirken, wie gut das Programm auf der Basis arbeiten wird, auf der Grundlage. Also Faktor 3. Er liegt außerhalb der Seele. Es fühlt sich als fremde Kraft an, etwas, das gegen unseren Willen geschieht.
Wir können die Kräfte nicht bestimmen, die an diesem Programm arbeiten werden. Gewisse Kräfte verstärken es, andere haben keine Auswirkung darauf. Mit anderen Worten, wir haben keine direkte Kontrolle über diesen dritten Faktor. Der vierte Faktor ist das Verhältnis von Ursache und Wirkung durch fremde Einflüsse, die von außen einwirken. Es sind nicht jene gemeint, die eine direkte Verbindung mit dem Weizen haben, wie Mineralien, Regen oder Sonne, sondern jene ohne direkte Verbindung und die ihm fremd sind, wie benachbarte Pflanzen und äußerliche Ereignisse wie Hagel oder Sturm. Und wir entdecken, dass sich während der gesamten Wachstumsphase diese vier Faktoren mit dem Weizen vereinen. In jeder einzelnen Situation ist der Weizen dem unterworfen und wird von diesen Vieren geformt. Qualität und Quantität jeder Phase wird von ihnen bestimmt. So wie wir es am Beispiel des Weizens veranschaulicht haben, ist es bei allem, was auf der Welt in Erscheinung tritt, selbst bei Gedanken und Absichten. Die ganze Kette der Wandlung, Freiheit zu erreichen, soll aufgrund des Schöpfungsgedanken innerhalb eines Lebens erreicht werden und wird Ende der Korrektur genannt. Doch bis dorthin befinden wir uns in einer fortlaufenden Entwicklung, die wir auch körperliche Erfahrung nennen. All das ist für uns vorbestimmt und es gibt nur eine einzige Sache, die wir in diesem ganzen System ändern können, und das ist das Tempo der Entwicklung, damit wir es letztlich in einem Leben schon erreichen können. Der vierte Faktor ist der einzige, auf den wir Einfluss haben. Es bedeutet, dass das gesamte System der vorbestimmten Entwicklung durch den Ort und seine Umgebung beeinflusst wird. So kann ein Mensch sehr negative oder schwache erste oder zweite Faktoren haben, doch durch die Faktoren dieses Entwicklungssystems und durch eine richtige Umgebung können Eigenschaften und Geschwindigkeit seiner Entwicklung enorm beschleunigt werden. The quality of development can be enhanced and its speed can be accelerated enormously. Das ist unser kleiner Punkt der Freiheit. Er ist winzig, aber seine Wirkung ist enorm. Was ist es also, das bei der Entwicklung dieser vier Faktoren auf der menschlichen Stufe beeinflussbar ist? Es ist nur die Absicht, der Gedanke. Wie können wir für Dinge verantwortlich sein, über die wir keine Kontrolle haben? Unsere anfänglichen Gedanken und Handlungen sind nicht unter unserer Lenkung, sondern nur unsere Fähigkeit, eine Umgebung zu wählen. Wann wird das wichtig? An der Stelle, an dem der Punkt im Herzen, in der Seele eines Menschen erscheint. Dann nimmt der Schöpfer diesen Menschen und setzt ihn in eine Umgebung, die ihm erlaubt, alle diese Faktoren in der Seele bis zur Perfektion zu entwickeln. Diese Umgebung muss ein Umfeld der menschlichen Stufe sein. Es muss aus Gedanken und Absichten bestehen. Daher ist die Wahl der Umgebung der einzige Parameter, den der Mensch beeinflussen kann. Er benötigt dafür die richtigen Gedanken, einen korrekten Plan der Wirklichkeit und den Weg zu dessen Erfüllung. Das sind die Bücher. Ein Mensch braucht die richtige Gruppe von Freunden, solche, die genau denselben Wunsch haben, ihre Entwicklung innerhalb eines Lebens zu erreichen, mit der richtigen gedanklichen Einstellung. Und er braucht einen Lehrer, der ihm die richtige Methode beibringt. Wenn der Punkt im Herz erscheint, bringt der Schöpfer den Menschen in diese Umgebung, welche aus den Kräften und Faktoren besteht, die der Seele ermöglichen, ihre Transformation innerhalb eines einzigen Lebens zu vollenden. Begleiten Sie uns wieder, wenn wir mit dem Thema Bücher und Methoden weitermachen.